Moin, ich wollte ja noch eine kurze Rückmeldung geben zu Kalle, zu dem Video von gestern. Sind wir hier ganz am hintersten Ende. Da kommt der Fuchs rein. Da unterm Zaun durch. Und ich habe Kalles Flasche mitgebracht. Der liegt vorne und hält da Wache. Die legen sie jetzt hier irgendwo hin. Da zum Beispiel. So, und dann gehen wir hier weg und irgendwann heute Abend holt er die dann. Ja, also die ganze Geschichte hat wunderbar geklappt beim Tierarzt. Wir waren bei dem Tierarzt, der damals auch Chica als erstes gesehen hat, nachdem die Pfote fast ab war. Durch den Unfall mit Karl-Heinz. Und da bin ich eigentlich sehr glücklich, dass wir da hingegangen sind. Also wir haben ja mit den beiden ein Riesenglück, dass wir eigentlich bisher kaum einen Tierarzt mal gebraucht haben. Und es ist immer gut zu wissen, wo kannst du hingehen? So, jetzt setze ich mich noch mal. Also, man muss, oder es ist immer gut, mit einem Tier ein gewisses Wissen oder ein gewisses Verständnis für das, was ein Tierarzt leisten kann und was er nicht leisten kann, gegebenenfalls, und was geht, was nicht geht, ein gewisses Wissen darüber zu haben. Sonst bist du überfahren da. Denn du bist ja da quasi Privatpatient. Also alles, was der macht, musst du bezahlen. Bei Aufkalle. Darum geht es aber gar nicht. Es geht eigentlich darum, dass ich wohl genau gestern genau das Richtige gesagt habe. Ne? Und das hat der mir auch bestätigt. Und er meinte auch, also der sieht aber noch gut aus für 12,5. Er hätte nicht auf 12,5 geschätzt. Ne? Also es gibt Hunde, die sind 4 Jahre jünger und sehen älter aus. Ne? Oder 5 Jahre jünger. Und Herz abgehört, Herz wunderbar. Vorderhand ist sowieso gut. Hinterhand, das ist wohl weniger eine Arthrose als eine nervliche Sache. Das ist eine altersbedingte Geschichte. Und dieser Nerv, der zieht sich da über den Rücken weg und geht bis in die Extremitäten hinten rein. Und der leidet wohl. Ne? Und das zeigt sich daran, dass die Hunde die Hinterhand so nachziehen. Ne? Also wenn du mit denen ganz oft auf Asphalt läufst, dann scheuern die sich die hinteren Pfoten total auf. Ne? Die Krallen werden abgewetzt und die sind jetzt bei Kalle schon klein, also kürzer. Aber wir laufen ja nicht mehr auf Asphalt. Soll man auch nicht tun. Ne? Der sagt auch, im Wald laufen ist das Ideale. Ne? Also wir haben im Prinzip alles richtig gemacht. So. Und ich habe auch die richtige Medikation da schon gesagt gehabt. Rimadyl haben wir gekriegt, hat er heute schon eine genommen. Casivan bestellt er. Er ist noch einer, der nicht so auf Großprotz macht, weißt du? Es gibt Tierärzte, die machen so einen auf Protz und da ist nichts hinter. Ja? Und da ist er keiner von. Also ich fühle mich da, ich fühle mich da ziemlich wohl. Man muss auch bedenken, bei so einem alten Hund, ne? Irgendwann ist mal Schluss. Ne? Und dann brauchst du einen oder hättest du gerne einen, der auch mal hier zu dir nach Hause kommt und hier die letzte Injektion dann setzt. Das ist jetzt vermutlich noch eine Weile hin. Ja? Wissen kann das keiner. Das kann von einem Tag auf den anderen, Tag anders sein. Aber so, wie es aussieht, wie es sich darstellt. Ne? Also der war ganz begeistert eigentlich vom Zustand. Ne? Auch von den Augen und so weiter. Alles gut. Ne? Zahnfleisch, alles wunderbest. Ne? Der hat noch Zähne wie ein junger Hund. Ne? Und dann hat er uns noch gesagt, also ja, wir versuchen mal bei diesen Nervengeschichten ist immer Vitamin B im Spiel. Ne? Und es gibt eine sehr wirksame Vitamin B-Komplex-Zusammenstellung. Das ist so eine Flüssigkeit. Das kann also nichts schaden. Davon wollen wir mal probieren,
eine Woche mal so eine Kur machen damit. Und er meinte, da müsste man schon was sehen oder eine Besserung vielleicht feststellen. Das wollte ich nur mal gesagt haben auf die Kürze. Also sieht alles ganz gut aus. Ne? Der Kallermann ist halt alt, ne? Aber ich sage auch, ich will nicht eher ein bisschen zu früh als zu spät kommen. Ne? Genau richtig. Ne? Also alles richtig gemacht. Was wollt ihr auch alles noch erwarten? Der KTM kauft, der macht auch mit Hunden alles richtig. Nee, Scherz beiseite. Ja, man muss sich den Humor immer noch ein bisschen behalten, das ist immer gut. Nee, also mit Kalle ist alles auf einem guten Weg. Ich bin beruhigter seit heute, weil man macht sich ja doch Gedanken, ne? Du bist aber schön. Und riechst du auch? Oh ja. Jo, dann gucken wir mal, was heute Nacht hier passiert. Oh, da ist ja noch eine. Hey, bist du heute aufgegangen? Cool. Meine Lieblingsblume. Beim Fuchs. Jo. Jo, tschüssi. Alles Gute.